Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung heute Abend. Das große Thema: Bekommen wir genug Impfstoff? Ich meine, es wird in Deutschland ja gerade rauf und runter diskutiert und oftmals finde ich auch ziemlich verkürzt. Deswegen freue ich mich, dass heute Abend Franziska Brandner bei mir zu Gast ist in dieser kleinen Veranstaltung heute Abend hier, um mal vielleicht ein bisschen mehr Licht in das Dunkel zu bringen. Was ist denn da eigentlich wirklich los mit dem Impfstoff? Und Franziska Brandner, schätze ich so ein, dass sie das auf jeden Fall ganz gut einschätzen kann und auch wirklich Ahnung auch hat von der Lage. Sie war selber 4 Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie ist jetzt in der Bundestagsfraktion der Grünen parlamentarische Geschäftsführerin und Sprecherin für Europapolitik und Spezialistin und Expertin auch für alle Themen rund um auswärtige Politik und da auch immer eine gefragte Ansprechpartnerin. Und deswegen freue ich mich, Franziska, dass du heute Abend hier in der Runde dabei bist und dass wir da vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen mehr Licht in das Dunkel bringen oder vielleicht auch noch mal was erklären können, damit man das besser nachvollziehen kann. Das Ganze wird so ablaufen, wie das viele sicherlich schon gewohnt sind. Wir werden einsteigen mit einem Statement von Franziska Brandner, wo sie ein bisschen auch was berichten kann und erklären kann. Und dann kann man natürlich gleichzeitig im Chat schon Fragen formulieren, Fragen stellen und wir werden die dann aufgreifen. Wir haben eine gute Stunde Zeit. Ich denke, das ist eine gute Zeit, um da dieses Thema ein bisschen zu beleuchten. Und ich darf vielleicht nur ein paar Worte sagen dazu, was wir in Baden-Württemberg gerade machen bezüglich des Impfens. Das wird ja jetzt auch immer rauf und runter diskutiert und gefragt und wann kommt man dran und wie kann man sich anmelden und wo gibt es überhaupt Impfzentren. Wir haben ja im Dezember schon angefangen mit 9 zentralen Impfzentren im Land. Also die haben am 27.12. bereits mit der Arbeit begonnen und hinzu kommen jetzt noch weitere 50 Kreisimpfzentren, die fangen am 22.01. An zu arbeiten. Also das heißt, da davor, bevor diese Kreisimpfzentren öffnen, wird es dann auch die Möglichkeit geben, sich dort dann anzumelden. Einige haben sich ja schon in den zentralen Impfzentren angemeldet. Es gibt darüber hinaus aber auch mobile Impfteams, weil klar ist, viele können ja gar nicht in diese Kreisimpfzentren oder zentralen Impfzentren gehen. Das heißt, mobile Impfteams schwirren aus und gehen auch in die Pflegeeinrichtungen, gehen in betreutes Wohnen und vieles mehr und kümmern sich darum, dass diese erste Gruppe, die ja auch identifiziert worden ist, bundesweit als wichtigste Gruppe, die über 80-Jährigen, damit die jetzt wirklich schnell geimpft werden können. Da ist eigentlich alles vorbereitet, alles läuft und wir warten aber eben auch auf Impfstoff. Die Lage ist nicht ganz einfach. Baden-Württemberg hat einen konservativen Kurs eingeschlagen, dahingehend, dass wir gesagt haben, wir halten 50% vom Impfstoff zurück für die zweite Impfung. Wenn man sich die Impfstoffe anschaut, dann sieht man, es ist wirklich wichtig, dass man innerhalb einer bestimmten Frist, zum Beispiel von 21 Tagen, die zweite Impfung bekommt, damit der Impfstoff auch wirkt. Also ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, das so zu handhaben. Das haben nicht alle Bundesländer so gehandhabt wie Baden-Württemberg. Deswegen sind die Quoten da zum Teil auch unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Arten, wie man das angehen kann. Ich glaube, wir sind hier auf einem guten Weg in Baden-Württemberg. Das, was wir bekommen haben, das wird auch genau so, wie ich es gerade gesagt habe, verimpft. 50% geht raus. Der Rest wird erstmal vorgehalten für die zweite Impfung. Und wir haben ja aber natürlich auch einen Hoffnungsschimmer, weil weitere Impfstoffe, Moderna und so weiter, Seneca jetzt zugelassen werden, dass sich die Lage dann deutlich verbessert. Trotzdem bleibt die Frage, warum ist das alles so schwerfällig? Warum gibt es nicht mehr Impfstoff? Man hört aus anderen Ländern, Großbritannien hat viel mehr und viel früher und andere haben es früher zugelassen und sind wir da irgendwie auf dem richtigen Weg, Franziska? Oder ist diese sehr harsche Kritik an der EU gerechtfertigt? Haben die da einen Fehler gemacht? Also ich hoffe, dass du uns da vielleicht noch was dazu sagen kannst oder auch viele Leute
da nochmal aufklären kannst, die dazu Fragen haben. Schön, dass du da bist heute Abend, freue mich und du hast jetzt erstmal das Wort. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Thekla, und für die Möglichkeit, ein bisschen Licht da reinzubringen. Wie du es gesagt hast, ist da ja auch viel verwirrend und es ist wirklich auch komplex. Und ich habe auch, muss ich auch sagen, sehr viel Zeit jetzt damit verbracht, zwischen den Jahren und auch seither mit Menschen in Brüssel, in anderen Städten bei uns zu telefonieren, um wirklich zu verstehen, wie sind diese Prozesse abgelaufen, um auch lernen zu können für die Zukunft. Also ich finde es immer schwierig, jetzt zurückzuschauen und zu sagen, hätten wir alles besser gewusst. Ja, also ganz ehrlich, es hat auch im Sommer keiner protestiert und gesagt, wir müssen das alles anders machen. Das würde ich mal gerne vorne wegschieben. Aber ich finde, man muss natürlich immer Prozesse darauf hin überprüfen, ob man sie anpassen kann und besser machen kann. Aber nicht im Sinne von wohlfeiler Kritik, weil wenn man ehrlich ist, hat zumindest in der deutschen Politik seit dem ganzen Juni niemand etwas an dieser Politik kritisiert gehabt, obwohl auch die Bundesregierung permanent einbezogen war und jede einzelne Entscheidung der EU mitgetragen hat. Das vielleicht einfach mal vorab, bevor ich zum Inhalt komme, zu der Haltung, wie ich das gerne auch angehen möchte und wie ich, was auch mein Politikstil ist und deiner, glaube ich, auch, Thekla. Ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich, dass wir da nicht wohlfeil mit umgehen. Ich finde, dafür ist die Krise auch zu sensibel. Und das sollten wir nicht tun. Zu der Frage, also gibt es genug Impfstoff? Erstmal bin ich schon ziemlich froh darüber, dass es überhaupt schon zugelassene Impfstoffe gibt. Also wenn ihr uns noch im Sommer gefragt hättet, glaubt ihr, dass es im Jahr 2020 noch einen Impfstoff gibt? Sowohl Thekla als auch ich, als alle, die damit beschäftigt waren, hätten wahrscheinlich gesagt, vielleicht, aber sicher eher 2021 und wenn, ja, also eher Mitte 2021. Deswegen finde ich erstmal, muss man festhalten, dass es eigentlich toll ist, dass wir jetzt schon mehrere Impfstoffe haben, die am Start sind und dass das auch ein großer Erfolg ist, weil da ja auch sehr, sehr viel staatliches Kapital reingegangen ist, also von der Europäischen Union, von den Mitgliedstaaten, um diese Forschung auch so schnell voranzubringen. Und dann ist es so, dass wir es absolut richtig finden, dass man diesen Weg europäisch gegangen ist und dass man ihn eigentlich darüber hinaus international gehen muss. Weil wir wissen, dass wenn wir es nicht schaffen, innerhalb der Europäischen Union zu impfen, flächendeckend, dann wird das Virus immer wieder zu uns zurückkommen oder wir schließen de facto die Grenzen, was ich was, nach Tschechien oder nach Österreich, wenn wir es nicht flächendeckend schaffen. Und das Gleiche gilt eigentlich aber auch weltweit. Sagen wir, wenn in anderen Ländern der Welt der Virus weiter grassiert, dann wird er seinen Weg immer wieder zu uns zurückfinden. Vielleicht mutiert und vielleicht passt dann sogar der Impfstoff nicht. Deswegen ist es wirklich in unserem Interesse, dass wir das jetzt auch europäisch hinbekommen und dann auch international. Außerdem ist es in unserem Interesse, es europäisch zu machen, weil es natürlich einen Wettbewerb um diese Impfstoffe gibt. Und Deutschland hätte da im Wettbewerb bestimmt auch was abbekommen, aber sicherlich zu einem höheren Preis. Also ich sage mal, je mehr bieten, desto teurer wird es. Und es ist eben gar nicht sicher, dass alle was bekommen. Also aus einer deutschen Perspektive, finde ich, kann man schon sagen, wir Deutschen hätten wahrscheinlich immer was bekommen. Aber ob schon die Österreicher was bekommen hätten, die Luxemburger, die Dänen, wer weiß. Ja, ob die hätten mitbieten können mit ihren kleinen Bevölkerungen, ist nicht sicher. Und deswegen sowohl mit Blick auf den Preis, als auch, dass alle was bekommen, in unserem Interesse, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Wenn man das mal als Grundlage akzeptiert und sagt, gut, es macht Sinn, dass man das gemeinsam macht, dann muss man sich ja immer noch anschauen, wie wurde es gemacht. Und da hat die Europäische Kommission letztes Jahr im Frühsommer angefangen, die einzelnen Projekte, die es gab, anzuschauen. Und es gab ja über 200, oder es gibt über 200 Forschungsprojekte an Impfstoffen. Und davon hat sie einen Teil rausgenommen, wo sie gesagt hat, die sind unserer Meinung nach am erfolgsversprechendsten. Wenn man sich jetzt die Liste anschaut, derjenigen, mit denen die EU-Kommission Verträge geschlossen hat, ist sie von den 200 ja gar nicht so schlecht aufgestellt. Ja, also BioNTech, CureVac, Moderna, Oxford, AstraZeneca, also alle, die jetzt da sind, mit denen hat sie Verträge. Also wenn man nicht komplett falsch schon mal aufgestellt. Und damals war es so, dass man nicht vorhersehen konnte, welcher von denen als erstes ins Ziel läuft. Das war das Erste. Man wusste nicht, wer schafft es. Und deswegen hat man gesagt, man setzt auf mehrere, damit man am Ende auf jeden Fall mit dabei ist.
Und der zweite Punkt, und der geht dahin, Thekla, was du gesagt hast, mit Blick auf, wie wir es komplett in die Fläche rausbekommen. Es war immer klar, dass es zwei Ansätze von Impfstoffen gibt. Den einen, den klassischen, also den wir seit 200 Jahren machen, wie bei den Pocken, ja, mit der ersten Impfung. Der Oxford AstraZeneca, der Sanofi, so der ganz klassische, den kann jeder Hausarzt verimpfen. Ja, kriegst du sehr easy in die Fläche. Und dann gibt es den zweiten, diesen genbasierten, der wesentlich schwieriger ist in der Handhabung, in der Lagerung. Ihr wisst es, minus 70 Grad, alles, das ist euch bekannt. Und wo klar war, dass allein auf diesen Stoff zu setzen uns nicht ermöglichen wird, alle richtig gut und schnell zu impfen. Weder bei uns in Deutschland und erst recht nicht in anderen europäischen Ländern und erst recht nicht weltweit, die gar nicht diese Kühlketten und alles vorhersehen können. Ja, also ich sag mal, dieser BioNTech-Stoff in Tansania, kommst du mit dem nicht besonders weit. Ja, das heißt, es war von Anfang an klar, dass du in beide Kategorien investieren musst, den modernen, aber auch noch den klassischen. Für uns selber, für die EU und für weltweit. Das heißt, du hattest da auf jeden Fall zwei Gründe für einen breiteren Korb und nicht nur zwei, wir gehen auf eine Firma BioNTech. So, und das finde ich ist auch immer noch absolut richtig gewesen, dass man diese Vielfalt damals genommen hat. Und dann ist ja die Frage, warum hat man dann und dann noch ein Punkt, den ich auch wichtig finde mit den Zulassungen und Bestellungen und dann Lieferkapazitäten. Das sind ja drei Stufen, ne? Die Zulassung macht die Europäische Medizinagentur. Und die war, das stimmt, die hat längere Zeit in Anspruch genommen für die Prüfungen als zum Beispiel die britische Agentur. Aber ich kann euch sagen, wenn die durchgerauscht werden, noch schneller, die sind ja schon extrem viel schneller als sonst. Ich weiß nicht, ob wir es dann nicht auch vielleicht kritisiert hätten und gesagt haben, die reagieren jetzt nur auf Druck, damit schnell wieder Impfstoff kommt und machen das nicht sorgfältig. Also da bin ich immer sehr, natürlich, vielleicht, ich weiß nicht, ob sie hätten schneller sein können, aber in der Sorgfalt, die sie angewendet haben, waren sie ja 2 Wochen oder 10 Tage nach den langsamer, in Anführungsstrichen, als die Briten. So, kann man sagen, hätte man mehr Druck noch aufüben müssen. So, das ist die Zulassungsfrage, das hat gar nicht die EU-Kommission gemacht, sondern die unabhängige Arzneimittelbehörde. Und ich finde es auch gut, dass die unabhängig ist bei uns. Und so, das ist eigentlich von der Struktur her richtig. Und dann ist die Frage der Bestellungen und dann der Produktionskapazitäten, also ob du sie liefern kannst. Ich finde, das kann man immer daran, weißt du, wenn wir jetzt sagen würden, Thekla, wir bestellen jetzt, lass ich was, 40 Millionen Elektroautos beim Daimler, dann kannst du das als Baden-Württemberg machen. Deswegen hast du sie trotzdem nicht 2021 geliefert. Ja, das merken wir ja immer wieder, auch dass du das einfach nicht die Produktionskapazitäten dafür haben. Kannst du so viel bestellen, wie du willst, kriegst du aber nicht. Und das war auch mit Blick auf diese neuen genetischen Impfstoffe klar, dass die Produktionskapazitäten dafür gar nicht so groß sind. Und deswegen hat die EU-Kommission im Juni schon BioNTech 100 Millionen gegeben, nicht für den Impfstoff, sondern für die Produktionskapazität. Das ist ehrlich gesagt ziemlich vorausschauend. Ja, bevor die deutsche Regierung gemacht hat, hat die EU-Kommission gesagt, wir wissen, bei euch wird der Engpass sein, wenn ihr durchkommt durch die Zulassung, die Produktion. Deswegen im Juni gesagt, fangt an, jetzt die Produktionskapazitäten aufzubauen. Ihr habt ja 100 Millionen, ist ja auch nicht nichts. Eigentlich ziemlich weitschauend. Kriegt man in Deutschland in der Debatte auch nicht so häufig mit. Stimmt. Und dann ging es in den Herbst rein und da können wir gleich noch drüber reden, was hatten dann die Franzosen damit zu tun. Aber das ist, sagen wir mal, die Grundlage, auf der das aufbaut. Und dann vielleicht noch eine grundsätzliche Sache, wo wir auch heute sagen können, zurückblickend, auch wäre das wirklich notwendig gewesen, dass die EU darauf bestanden hat, dass die Produktionskapazitäten, also das, wo produziert wird, innerhalb der EU sein muss. Also dass das nicht der BioNTech Pfizer, ist ja auch Pfizer dabei, USA, in den USA produziert wird, sondern in der EU. Und der Grund ist natürlich, dass wir damals im Sommer nicht wussten, ob Trump wiedergewählt wird oder nicht. Und wenn Trump wiedergewählt worden wäre, wären solche Bestellungen wahrscheinlich alles nichts wert gewesen. Wenn er gesagt hätte, dieser Impfstoff bleibt jetzt bei uns, ich beschlagnahme den und wenn alle Amerikaner geimpft sind, kann davon auch was in den Rest der Welt. Jetzt heute, wo Biden die Woche jetzt inauguriert wird, können wir sagen, ja, das ist ja doch bescheuerter Gedanke, dass es in der EU produziert werden muss. Ich sag mal, wenn es andersrum gekommen wäre und Trump hätte gewonnen, dann hätten wir die EU-Kommission krass dafür kritisiert, wenn sie es anders gemacht hätte. Und das sind so die Punkte, wo ich manchmal denke, es ist schon wohlfeil, wenn man im Nachhinein sagt, das hätte man alles besser wissen können. Und ich sage, eigentlich immer ganz klug mitgedacht und abgesichert,
für Dinge, die nicht komplett unwahrscheinlich waren, wenn man sich auch anschaut, wie das in den USA ausgegangen ist. Also wenn man sich das so anschaut, ich meine, es ist ja quasi wie ein globaler Wettbewerb, der jetzt stattfindet, ne? Und man kann sich ja vorstellen, ich meine, das ist sicherlich kein wahnsinnig günstiges Produkt. Es ist ja auch ein biotechnologisch hochwertiges Produkt, insbesondere der neue Impfstoff. Und du hast gesagt, zum Beispiel in bestimmten Ländern wird dieser neue Impfstoff auf Kontinenten wie Afrika oder so sowieso schwierig zu verimpfen sein wegen der Kühlkette und alles. Aber wenn jetzt der Druck steigt, also ich sag mal, wenn jetzt so eine europäische Debatte anfangen würde, dass einzelne Länder sagen, ja komm, wir müssen da jetzt selber doch nochmal schauen, dass wir uns dann ein besonderes Kontingent verschaffen und wir haben doch das Geld und was soll's. Also in Klammern kann ich mir in Deutschland gut vorstellen oder ist ja auch in Deutschland zum Teil so die Diskussion. Aber was heißt das eigentlich für andere Regionen auf der Welt? Also wir würden doch dann den Preis auch total hochtreiben, oder? Ja, und wir nehmen eben auch Produktion dann weg. Also das ist eben bei diesem Impfstoff wirklich so, dass die Produktionskapazitäten auch nicht so sind, dass du sagen kannst, wir bauen jetzt eine Produktionsstätte in Tunesien auf. So, wir haben ja schon Zeiten, die in Deutschland aufzubauen. Ja, also es ist immer die Frage, weil sagen, warum produziert denn jetzt nicht Merck und wir haben noch Pharmaindustrien, warum produzieren nicht ab morgen jetzt diesen Impfstoff? Ja. Es ist, weil der extrem schwierig ist herzustellen. Die brauchen Monate, die brauchen vor allem die Leute, die das können. Und deswegen ist es wirklich begrenzt. Ja. Aber natürlich darf jedes Land zusätzlich zu den EU-Bestellungen noch extra bestellen. Das hat ja Deutschland dann auch getan. Also es war immer nur so, das ist das europäische Minimum, damit jeder was bekommt. Und ob darf jedes Land noch zusätzlich so viel bestellen, wie es will. Aber das, man wollte eben sicher gehen, dass wir als Europäer, wir haben jetzt 2,3 Milliarden Impfdosen für 400 Millionen, so dass man auf jeden Fall mal sicher gehen kann, im Zweifel kriegt man das auch hin, vielleicht nicht so schnell, aber jeder kriegt was und dann kann zusätzlich noch jedes Mitglied dann kaufen. Und dann gibt es ein Argument, Tegla, was mich manchmal eben ein bisschen ärgert, das ist dieses Argument, wir kaufen jetzt von BioNTech viel zu viel, mehr als wir brauchen und danach können wir es ja billig an die Afrikaner geben. Das klappt. Ja, aber das klappt halt nicht. Weil ganz ehrlich, die werden mit diesem Impfstoff vielleicht einen ganz kleinen Teil benutzen können. Aber du kriegst da nicht die breite Verimpfung in der Fläche hin, weil die Kühlketten nicht in alle Landesteile dort gehalten werden können. Auf jeden Fall nur unter extrem schwierigen Voraussetzungen. Und was zum Beispiel, deswegen ist es nicht ganz korrekt, wenn man sagt, ist ja egal, wie viel wir bestellen, wir geben es danach weiter. Es ist nicht so einfach, den BioNTech-Stoff weiterzugeben. Und wie gesagt, man kann eben auch keine Joint Venture jetzt in Afrika oder so herstellen. Das ist mit dem Oxford-AstraZeneca ganz anders. Ne? Oxford-AstraZeneca gibst du rüber, easy. Da kannst du kann in vielen anderen Kontinenten dieser Welt hergestellt werden. Ich weiß gar nicht, was in Indien jetzt verimpft wird. Dann wird es wahrscheinlich auch so ein Impfstoff sein. Oxford-AstraZeneca wird verimpft. Ja, ich fand es nämlich ganz spannend mal, es war mal ein Kommentar in der Süddeutschen, glaube ich, wo eine Autorin eben sagte, wenn wir jetzt hier so, wie sage ich jetzt mal, wenn jetzt hier so ein Aufruhr hochkommt nach dem Motto, wir kriegen nicht genug und wir müssen dafür kämpfen und das kann doch nicht wahr sein, dass man sich eben bewusst machen muss, dass es viele andere Regionen in der Welt gibt und Länder, da gibt es gar keinen Impfstoff, ja, noch nicht und wird es lange nicht geben. Und auch daran muss man denken, also alles, was wir tun auf diesem globalen Markt, auch wenn wir jetzt weiter Impfstoff kaufen oder dann Riesendruck machen, dann wird es auch zu Preissteigerungen halt führen. Und das macht es eben für andere Länder, die nicht so reich sind wie wir, viel schwieriger, ja. Und die werden wahrscheinlich noch wesentlich länger warten müssen, bis sie überhaupt was bekommen. Aber Tegla, wenn du bei dem Preis bist, ich finde das ein wichtiger Punkt, weil das ist einer der Punkte, wo ich sagen würde, dass man auch in der EU noch was hätte besser machen können. Weil die deutsche Debatte ist natürlich so, dass Preis eigentlich keine Rolle spielt. Ja, Tegla, ja, also du bist Haushälterin, Finanzerin. Ich habe noch nie Zeiten gesehen, in denen so, also ich sage mal, ja, Milliarden auch ausgegeben wurden von allen Fraktionen, wo ich manchmal denke, krass, sonst streiten wir über Millionen und jetzt sind es die Milliarden. So. Das ist aber natürlich nicht in allen EU-Ländern so und erst recht nicht in der gesamten Welt so. Ja. Und das muss man auch manchmal sich wieder vergegenwärtigen, ja, dass bei uns gerade Geld keine Rolle spielt
aber es kann auch in anderen Ländern so vorkommen. Ja? Und das, wie die EU-Kommission oder wie die Mitgliedstaaten es entschieden haben, hat die EU-Kommission gemeinsam bestellt. Aber die Mitgliedstaaten kaufen und zahlen auch jeweils dafür. Ja, das heißt, Deutschland halt sein Teil, Polen sein Teil, Rumänien sein Teil, Italien sein Teil. Und dadurch war natürlich der Preis auch ein Faktor der EU. Also, dass man nicht nur vom Teuersten hat kaufen können, sondern irgendwie einen Mix hinbekommen musste, damit auch die Kinder, die vielleicht nicht nur das Teuerste sich leisten können, auch impfen können. Das kann man sich aus der deutschen Perspektive, wie gesagt, gerade gar nicht vorstellen, weil man sagt, halt 20 Milliarden mehr, was soll's, gibt's da nochmal 20 Milliarden mehr aus. Das ist auch eigentlich richtig, aber wenn man sagt, das ist der, eigentlich darf Preis keine Rolle spielen, dann hätte man halt sagen müssen, dann bezahlen wir auch zusammen. Ja, also dann wählen wir nicht nur zusammen, sondern müssen auch gemeinsam bezahlen. Und die Bundesregierung hat das explizit nicht gewollt. Und dadurch ist Preis, das gibt die Kommission auch zu, dass sie einen Mix gemacht hat aus unterschiedlichen auch Preisen, weil natürlich auch es alle sich leisten können müssen. Und rückblickend, wie gesagt, wir haben das auch nicht im Sommer kritisiert oder gesagt, das soll anders sein. Deswegen ist es wirklich nach vorne gedacht, dass ich sage, wenn man das einmal macht, dann muss die Regel gelten, man bestellt zusammen und man bezahlt zusammen aus dem EU-Haushalt. Was erwartest du denn jetzt von der neuen, von dem neuen Präsidenten in den USA? Also wenn jetzt Joe Biden hoffentlich problemlos in die Inauguration geht, morgen ist es, glaube ich, übermorgen, ne, am Mittwoch. Übermorgen, genau. Das bedeutet ja dann auch wirklich einen Wechsel in der Corona-Politik und möglicherweise oder ziemlich sicher wird man da auch besser zusammenarbeiten, oder? Wie schätzt du das ein? Also dann wird einfach eine andere Zusammenarbeit möglich sein oder ist dann auch immer noch America first, wenn es um den Impfstoff geht? Wahrscheinlich schon. Ja, ich glaube, ganz weg wird es nicht gehen, aber ich glaube, dass man mit beiden wirklich eine gemeinsame Strategie auch treffen kann, wie man eben auch andere Teile der Welt auch mit Impfstoff versorgt. Weil wir natürlich auch sehen, dass China und Russland mit ihren Impfstoffen ja auch vor Ort sind, sehr gezielt auch nutzen, um ihr, also die, das auch anbieten, ist ja auch fair enough, ne? Also so. Und wir natürlich auch ein Interesse daran haben, dass da nicht am Ende Abhängigkeiten entstehen, die uns anderswo auch schaden. Und ich glaube, das ist ein gemeinsames Interesse jetzt zwischen beiden und uns Europäern, dass wir da jetzt schnell eben auch, sagen wir mal ganz klassisch bei dem Oxford-AstraZeneca, ne, den kann man jetzt eben auch in Afrika zum Beispiel produzieren, dass man da Joint Ventures ermöglicht, dass wir dafür die Gelder zur Verfügung stellen, die Produktionskapazitäten aufzubauen, dass es auch dort hergestellt wird. Das sind alles die Dinge, da glaube ich, oder hoffe ich zumindest, dass wir das jetzt mit beiden gemeinsam angehen können. Und das wäre schon echt ein großer Schritt voran, weil Trump hatte an sowas null Interesse. Also das war wirklich... Und dass das dann nicht die Chinesen machen, die doch sonst immer so viel in Afrika investieren. Die sind schon ganz gut auch unterwegs, ja. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und zum Beispiel Argentinien hat jetzt den russischen Sputnik genommen, den Impfstoff. Und natürlich kannst du sagen, am Ende sind wir froh, wenn alle am Ende irgendwie geimpft werden. Aber sicherer, ich glaube, unseren Zulassungsbehörden vertraue ich dann doch nochmal mehr als den von anderen Ländern. So, das ist auch nochmal ein Punkt, ne? Vorhin hatten wir es über die Zulassungszeit, ob da eine Woche mehr oder weniger ist. Ich bin ehrlich gesagt immer ganz froh drauf, weil ich bin froh, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass das auch sauber und sorgfältig geprüft wurde. Das ist auch so und wir hatten auch immer wieder, wir haben in der Fraktion, auch mit Winfried, immer wieder Gespräche mit Wissenschaftlern von unseren Universitätsklinikern und die haben uns immer wieder auch bestätigt, dass diese Impfstoffe wirklich alle Prozesse durchlaufen haben, alle Stufen, Prüfungen und so weiter, die normalerweise auch üblich sind. Nur hat man das dazwischen, also zwischen diesen Untersuchungen und so weiter, nochmal beschleunigt. Ja? Also wenn es vielleicht sonst nochmal 2-3 Wochen länger in der Behörde liegt, hat man diesen Vorgang extrem beschleunigt. Und deswegen ist es so schnell, aber der ist genauso geprüft, genauso evaluiert und untersucht, klinische Studien mit Probanden, alles wurde gemacht, genau wie das üblich ist. Ja, deswegen. Aber es ist wichtig, man muss das doch immer wieder noch sagen, weil es ja eine gewisse Skepsis gibt oder Leute halt Angst haben, ja, wenn sie jetzt diesen Impfstoff sich impfen lassen,
welche möglichen Nebenwirkungen gibt es und so weiter. Da geistern ja alle möglichen Geschichten rum. Aber ich wollte nochmal zurückkommen, auch zum Thema, wie, haben wir genug Impfstoff? Fragezeichen. Wie muss man das denn dann bewerten, diese wahnsinnig beißende Kritik auch am Gesundheitsminister Spahn? Also ich meine, der gilt ja jetzt, also egal, wo ich, in welchem Morning Briefing ich jetzt lese, finde ich irgendwelche, ja, also wie soll ich sagen, so Generalkritiken an unserem Gesundheitsminister, dass er sich damit ins Ausgeschossen hat und dass er das nicht hingekriegt hat und überhaupt. Ist das gerechtfertigt dann oder ist es eigentlich auch irgendwie völlig überzogen jetzt an der Stelle? Also wie gesagt, es gibt ja diese, haben wir genug in allen Bundesländern, ist ja auch nochmal eine Verteilfrage innerhalb Deutschlands. Ja. Da ist auch nicht alles super gelaufen. Das finde ich, muss man auch nochmal aufarbeiten. Das ist auch nochmal die Frage. Dann hattet ihr einen Teil, der ausgefallen war. Deswegen konntet ihr, also hattet ihr auch weniger. Also in Baden-Württemberg jetzt als andere und anderen Bundesländern war das nicht so. Also da gab es dann auch nochmal Schwierigkeiten innerhalb Deutschlands. Und aber wie gesagt, mit Blick auf die europäische Seite, da war ja dann der Vorwurf, okay, gut, okay, dass man zusammen bestellt hat, okay, dass man gesagt hat, innerhalb der EU soll produziert werden. Und warum habt ihr denn dann nicht mehr von BioNTech gekauft, als ich, oder bestellt, Entschuldigung, als sich abzeichnete, dass die bald zur Zulassung kommen? Und da finde ich, muss man einfach dazu sagen, dass die EU-Kommission im November, Mitte November schon die Nachverhandlungen angefangen hat mit BioNTech Pfizer, die ja jetzt nochmal zu 300 Millionen extra geführt haben. Und deswegen finde ich es immer schwierig, wenn es jetzt heißt, die SPD hat es irgendwie erreicht. Ja, also die Kommission hat es Mitte November angefangen. Da gab es in Deutschland noch gar keine Debatte dazu. Da hatten wir noch gar keine Impfdebatte, weil noch gar nicht klar war, ob der Stoff zugelassen wird. Erinnert euch, der war kurz vor Weihnachten erst zugelassen. Das heißt aber, Mitte November hat die Kommission schon nachverhandelt, die 300 Millionen. Und dann ist immer die Frage, okay, aber warum habt ihr dann im Sommer nicht schon wesentlich mehr bestellt? Und da ist ja eben, man wusste nicht, kommt der durch? Und dann muss man eben dazu sagen, dass es auch extrem schwierige Verhandlungen, und es kommt mehr und mehr jetzt raus, mit Pfizer gab. Und Pfizer ist ja eben bei BioNTech dabei, mit Blick auf die Haftungsfragen. Mhm. Dass Pfizer sich nicht an das europäische Haftungsrecht mit Blick auf die Medikamente und so halten wollte. Und die EU-Kommission hat gesagt, nee, sorry, hier gilt europäisches Haftungsrecht. Ich sage mal in Klammern, erinnert euch Pontergan und all solche Sachen, ja. Und das ist auch nicht ganz unwichtig mit Blick auf Vertrauen in diesen Impfstoff. Ja, klar. Ich sage mal, wenn du Unternehmen nicht bereitest, alle Haft so. Und dann hat halt die, deswegen waren die Verhandlungen mit Pfizer sehr schwierig. Und da kommen jetzt gerade noch sehr viele Details raus, die auch dazu geführt haben, dass es da eben damals Verzögerung gab oder dass man nicht gleich noch viel mehr im Sommer gekauft hat, bevor man diese Haftungsfragen geklärt hatte und eben auch die Produktionskapazitätsfragen geklärt hatte. Und das kann man jetzt auch alles sagen im Nachhinein, ja, warum mussten wir auf irgendwelchen Haftungsregeln pochen, ist doch alles gut. Da sage ich auch mal, eigentlich bin ich ganz froh darüber, dass sie auf diesen Haftungsregeln gepocht haben. Ich finde es auch nicht so falsch, dass die europäischen Minister damals gesagt haben, die EU-Kommission darf da nicht locker lassen. Also eigentlich auch eher richtig, also dass man auch in der Krise trotzdem die Gesundheit der Bevölkerung in dem Sinne dann im Blick hat. Und dann gab es immer den Vorwurf, der stand ja in Deutschland sehr im Raum, dass Frankreich interveniert hätte und gesagt hätte, ihr dürft nicht mehr BioNTech kaufen, wenn ihr nicht mehr Sanofi kauft, also das französische Produkt. Die französische Regierung und die EU-Kommission haben das ja zigfach dementiert, haben immer gesagt, da ist nichts dran, das ist absoluter Schwachsinn. Also die Franzosen haben sich dafür eingesetzt, dass auch bei Sanofi gekauft wird, genauso wie wir bei CureVac und BioNTech und die Spanier bei Moderna und ja. Aber wenn man sich die Zeitline anschaut, ich habe mir die jetzt wirklich mal sehr im Detail angeschaut, ist eben, man sieht schon an der Zeitschiene, dass die EU-Kommission nach diesem nochmal Angebot von BioNTech nochmal 400 Millionen von CureVac gekauft hat, Deutsch in Klammern, ohne einen Cent mehr für Sanofi ausgegeben zu haben. Ja, also dieses Argument, ihr müsst erst wieder Französisch kaufen, bevor ihr Deutsch kauft, kann schon gar nicht stimmen, weil kurz darauf wurde nochmal 400 Millionen CureVac gekauft, also bestellt. Das heißt, das ist echt, ich fand es ziemlich erschreckend zu sehen, wie sehr sich dann so ein Gerücht hält, ohne dass es dafür wirklich Beweise gibt, obwohl die Akteure das dementieren. Und
Ja, also was hat Spahn für Fehler gemacht? Wie gesagt, ich finde diesen Fehler schon, dass man es nicht als Europäer gemeinsam bezahlt. Ja. Also wirklich, das finde ich, das muss man auch Spahn vorwerfen, dass man da knausert und sagt, das zahlen wir jetzt nicht für alle, finde ich, ist ein Fehler. Dann finde ich, fehlt es an der Transparenz, dass man das mit diesen Haftungsfragen nicht früher auch mal diskutiert hat. Da finde ich, hätte Spahn das viel früher mal offenlegen können und sagen müssen, hier, das sind übrigens die Unterschiede. Ist auch eben BioNTech ist nicht nur deutsch, da ist auch Pfizer mit dabei. Also auch mal diese Transparenz herstellen in der Debatte. Also ich finde, da kann man ihm schon was vorwerfen. Aber wie gesagt, ich finde jetzt dieses komplette Versagen, ganz ehrlich, ist für mich so ein bisschen mehr Wahlkampfmanöver als ja. Also man kann nicht sagen, dass alles total perfekt gelaufen. Das glaube ich auch nicht. Aber man muss Das eher kann man gucken. ja auch nicht erwarten eigentlich, ne? Ich glaube, das ist schon, also ehrlich gesagt, es war ja schon befremdlich, dass dann irgendwie die SPD diesen, ich weiß nicht wie viel Fragenkatalog dem Koalitionspartner in der Regierung vorgelegt hat, ja, um irgendwie Transparenz herzustellen irgendwie. Also es war schon ein bisschen befremdlich und ich finde es auch nicht gut. Ich meine, dass man Transparenz herstellt, finde ich richtig. Das muss auch sein oder auch die Punkte, die du angesprochen hast, aber ich finde irgendwie, wenn in so einer Krisenphase, in so einer Pandemie, dann so eine Regierungskoalition anfängt zu streiten oder sich zu misstrauen, wie sollen dann die Bürgerinnen dem vertrauen, dem ganzen Prozess? Also das fand ich schon problematisch und ich glaube, das ist insgesamt auch unsere Schwierigkeit, ne? Die ganzen Wahlkämpfe, die laufen. Wir sind in der Pandemie, die Hochphase immer noch. Man weiß auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Und das ist eigentlich das schlimmstmögliche Worst Case, wenn man dann noch irgendwie versucht, da Geländegewinne zu machen eben, ne? Und außerdem war ja die Bundesregierung und die Bundesregierung, nicht nur Jens Spahn, in auch alle Schritte dieser Impfstrategie mit einbezogen. Na, also eben auf Obergipfel der Staats- und Regierungschefs hat auch das Merkel nochmal mit bestätigt und alles mit abgenickt, ja. Also deswegen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das gar nie Thema im Kabinett war. Und wenn die SPD erst im Januar entdeckt hat, dass Impfstoff ein Thema ist und sich früher nie darum gekümmert hat, dann ist es aber auch ihr Problem. Und so deswegen, also da finde ich auch manchmal schwierig, man darf Kritik äußern und Fragen stellen, aber es kommt auch immer darauf an, wie man es macht. Ja, ich kenne das ja auch, oder wir kennen das ja auch in Baden-Württemberg. Ich finde es schon auch wichtig. Man kann unterschiedlicher Auffassung sein. Man kann auch darüber streiten oder konstruktiv sich auseinandersetzen, was ist jetzt eigentlich der richtige Weg. Aber wenn man dann zu einer Entscheidung gekommen ist, finde ich, kann man schon zu Recht erwarten, dass man in einer gemeinsamen Regierung das auch gemeinsam trägt und dazu steht. Ja, also das finde ich schon wichtig. Einfach grundsätzlich, weil das ja jetzt hier keine einfache Phase ist, ja, und die Bürgerinnen können zu Recht erwarten, dass man sich dann da irgendwie zusammenreißt und das halt dann auch mitträgt, anstatt alle dann ständig zu irritieren, ja. Wie ist es denn? Die grüne Bundestagsfraktion hat da konstruktiv dann auch mitgestimmt, sage ich jetzt mal, bei wichtigen Entscheidungen. Ich weiß, du hast dich sehr dafür eingesetzt, dass das Parlament auch mehr beteiligt wird. Ich glaube, auf EU-Ebene ist es auch so, dass das Parlament sich da nicht so richtig mit einbezogen fühlt und nicht auch nicht ist in die Prozesse. Vielleicht kannst du ja da auch noch mal ein paar Worte dazu sagen. Und ich Ja. darf zwischendurch aber noch, es habe ich jetzt eine Frage gesehen, CureVac, was ist mit der Zulassung? Da kann ich so viel dazu sagen, das ist in der dritten Phase inzwischen der Zulassung und CureVac tut sich mit Bayer ja zusammen, um die Produktionsprozesse und Kapazitäten zu bekommen, die sie nicht haben. Ja, also sie haben es erforscht, sie bringen es raus, aber sie brauchen eben ein Unternehmen, das mit der Produktion entsprechend unterstützt. Das ist ja klar. Das heißt, es wird bis zum Sommer sich noch hinziehen, aber wir sind in der dritten Phase. Ja, also das heißt, es wird quasi jetzt eine große Studie an Menschen inzwischen gemacht, um diesen Impfstoff zu testen. Genau, so wie CureVac und BioNTech sind ja eben in dem Sinne keine großen Pharmakonzerne mit riesiger Produktionskapazität. Und deswegen hat ja BioNTech sich Pfizer genommen. Pfizer ist ein riesen Pharmaunternehmen, Bayer auch. Genau, aber das ist immer sozusagen der Hintergrund, dass die Produktionskapazitäten einfach geschaffen werden mussten.
Und die EU-Kommission bei BioNTech eben trotzdem darauf bestanden haben, dass sie auch in der EU sein müssen und nicht komplett in den USA, obwohl Pfizer der Partner war. So, und das ist, glaube ich, eben schon Teil der Begründung, warum es nicht schon viel mehr Produktionskapazitäten gibt. Aber dass man die eben schon im Juni mitgefördert hat mit den 100 Millionen. Aber das ist die Herausforderung zum Beispiel im Vergleich zu Oxford AstraZeneca. Ja, AstraZeneca ist auch ein großes Unternehmen und so, wo einfach immer das dann auch in der EU dabei ist und Bayer jetzt in Deutschland dann auch bei CureVac. Das macht es schon einfacher. Und deswegen waren so Haftungsfragen auch relevant bei Pfizer. Ja, also Bayer ist eindeutig an europäisches Haftungsrecht gebunden. Da brauchst du so, das ist nicht keine Frage, ob du es willst oder nicht, sondern verpflichtend, ja. Und das waren aber durch diese Kombi zwischen BioNTech und Pfizer kamen diese Schwierigkeiten, wo man jetzt im Nachhinein eben sagen kann, naja, ist ja alles nicht so schlimm, Biden ist gewählt. Aber ganz ehrlich, ich hätte im November noch nicht drauf gewettet, ja. Ich hätte meine Hand nicht für ins Feuer gelegt. Und deswegen, ja. Aber wo ist das Parlament? Also wir haben im Bundestag ja wirklich so einen Kurs, wo wir Kritik äußern, wo notwendig, und wir haben so ein paar Schwerpunkte. Das eine ist eben diese Frage der Parlamentsbeteiligung, wirklich der Bundestag, da haben wir von Anfang an drauf gepocht, zu sagen, es geht nicht nur per Verordnung, wir brauchen eine Gesetzesgrundlage, Infektionsschutzgesetz, das erste, dann das zweite, ist immer noch nicht perfekt, aber schon mal besser als das erste. Wir haben auch eben drauf gepocht im Europaparlament und jetzt hier, dass wir über diese Impfstoffstrategien mehr erfahren, dass es auch besprochen wird. Dadurch gab es dann noch die Regierungserklärung von Jens Spahn letzte Woche, weil wir auch gesagt haben, das muss im Parlament besprochen werden. Das kann nicht immer nur auf Pressegesprächen zur Debatte stehen. Als zweiten Schwerpunkt haben wir die Rolle von Kindern und Familien und Frauen. Das war ja auch gerade mit Blick auf, ja, welche Unterstützung gibt es für Kinder, die vielleicht nicht drei Computer zu Hause haben, ja, also all diese Frage von Ausstattung, wie geht die Betreuung, da bin ich übrigens, Thekla, wirklich sehr dankbar, dass ihr jetzt als baden-württembergische Landesregierung diese Kontaktfamilie eingeführt habt, auch, ja, dass man eine zur Betreuung, dass man eine Familie haben kann, wo man sagt, man macht das gemeinsam, man steht diese schwierigen Zeiten gemeinsam durch, das ist, glaube ich, lebensnah und trotzdem besser, als wenn alle in die Notbetreuung gehen, wo viel, viel mehr Kinder zusammenkommen. Das ist also sozusagen der zweite Schwerpunkt, diese Kinder und Familien. Und dann das dritte haben wir immer darauf gelegt, dass diejenigen, die in sozusagen Beschränkungen erfahren müssen, auch wirklich finanziell gut abgesichert sind. Und das ist ja auch momentan mit diesen Novemberhilfen, die immer noch nicht kommen, obwohl Mitte Januar ist, echt ein großes Defizit. Wir haben immer noch keinen gescheiten Unternehmerlohn, so wie ihr es in Baden-Württemberg gemacht hattet, Solo-Selbstständige, Künstler. Das war immer sozusagen dieser Fokus von uns, sozusagen, wo sind Gruppen, die jetzt nicht mehr arbeiten dürfen und wie werden die abgesichert. Das sind immer so ein paar Schwerpunkte, die wir haben. Und dann jetzt mit dem Homeoffice, das war eben auch so, tragen alle ihren gleichwertigen Beitrag. Und wo können wir das denn noch beschränken, so, wo es noch sinnvoll ist, ohne noch tiefer in das persönliche Leben einzudringen. So, das sind unsere Ansätze, die wir immer haben. Und das ist ganz offen, das ist für uns nicht immer eine leichte Position, weil wir sind die kleinste Oppositionskraft. Wir sind in 11 Ländern mit an der Regierung. Wir haben Gesundheitsminister und wir wollen Kritik üben, aber konstruktiv. Also nicht die Besserwisser, die sagen, das hätten wir aber vor 2 Wochen schon alles viel besser machen können, ohne dass wir vor 2 Wochen es selber gefordert hätten. So diese... In diesen Stil wollen wir nicht verfallen. Und ich glaube, bis jetzt ist uns das ganz gut gelungen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man sich da konstruktiv zeigt und auch eine klare Linie verfolgt. Klar ist natürlich, das ist hier ja auch so, ich sag mal, die Parlamentarier sind auch wichtig, weil wir sind ja auch diejenigen, die das Ohr an der Basis haben, die vor Ort die Gespräche führen mit den Leuten, mit den Einrichtungen, mit den Schulen, wem auch immer direkt ja auch im Gespräch sind. Und ich finde, das sind schon immer wichtige Rückmeldungen, die man einfach geben kann, ja. Und gerade zum Beispiel das Thema Familie, das lag mir auch sehr am Herzen, dass wir da eine gute Regelung finden, dass zum Beispiel eben die Kinder dann nicht mitgezählt werden, weil das zum Beispiel für Patchwork-Familien oder auch Alleinerziehende zum Teil oder wie auch immer moderne Familien heute aussehen. Familie ist ja bunt, ne, wo Kinder leben, das sind ganz unterschiedliche Konstellationen mittlerweile und das ist auch okay so.
Und das muss man eben berücksichtigen. Ja, ich denke, das ist sowieso, glaube ich, was wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, dass diese ganze Pandemie für manche Leute schon wirklich sehr, sehr große Härten bringt. Also ich denke, wir sind immer noch in Deutschland auf einem sehr hohen Niveau. Man muss sich das mal überlegen, wie gut alles organisiert ist. Man hat die Impfzentren aus dem Boden gestampft hier in Baden-Württemberg. Wir haben den Impfstoff bestellt, es wird verteilt. Also es wird schon intensivst wirklich an allem gearbeitet und wir sind ein reiches Land. Aber es gibt trotzdem halt Leute oder auch Familien und Kinder, die wohnen in nicht so tollen Häusern oder Wohnungen mit großen Gärten. Und für die ist es schon halt auch echt schwer jetzt, ja, gerade im Winter. Also ich finde es persönlich auch anstrengend und schwer. Und wir sind noch, haben wir ja noch eine Position. Und ich weiß, dass es ganz viele gibt, die echt auch am Rande ihrer Kapazitäten und Kräfte sind. Und dass wir deswegen echt immer aufpassen müssen, dass alle gleich viel auch schultern. Und man da Regeln gibt, die nicht, ja, so wie du es gesagt hast, die dann eben auch Patchwork-Familien trotzdem weiter existieren lassen und die ermöglichen, dass man mit einer Familie noch einen Kontakt hat und das gemeinsam betreut. Und also ich finde, das ist eine Zeit mit großer Unruhe und man merkt auch, dass natürlich irgendwie man langsam auch gereizter wird und das für alle schwierig ist. Und da muss man, klar, wir sind, ich sag mal, wenn ich die USA sehe, die bald 500.000 Tote haben, gestern angekündigt, in den nächsten paar Wochen 500.000 Tote, wo ich dann immer denke, boah, zum Glück sind wir davon so weit weg. Das sind dann auch die Zahlen, wo du denkst, da bin ich ja immer ganz froh, dass wir, wie wir das in Deutschland hinbekommen, aber es ist auch schon hart. Und sagen wir, die Ausgangssperren in anderen europäischen Ländern sind schon seit Monaten wesentlich härter als bei uns. Ja, das Problem ist ja, und wenn man zu dem Titel unseres Gesprächs zurückkommt, haben wir genug Impfstoff? Wir werden genug Impfstoff haben oder das wird ja sicherlich immer mehr werden. Aber trotzdem werden wir noch eine Strecke vor uns haben jetzt. Ja, also ich denke, das ist halt so ein bisschen das, was vielleicht auch am Ende des vergangenen Jahres falsch vielleicht zum Teil kommuniziert wurde, so nach dem Motto, jetzt machen wir mal einen Monat ein bisschen zurück, fahren alles ein bisschen zurück und dann wird es aber wieder besser. Und das hat sich jetzt ja nicht bewahrheitet, sicherlich auch nicht böswillig, ja, weil alle irgendwie eigentlich was Besseres wussten, es aber nicht gesagt haben, sondern es hat sich dann einfach noch mal mehr zugespitzt. Die Zahlen haben sich nicht reduziert, aber es ist so, wir haben einen Impfstoff immerhin. Du hast gleich zu Beginn ja unseres Gesprächs gesagt, es ist wirklich so, dass man zu Beginn oder Mitte dieses Jahres hätte man noch gesagt, ja gut, im Sommer 21 hat man vielleicht mal einen Impfstoff und wir haben ihn ja jetzt schon. Ja? Ja. Also das ist schon wirklich was Positives, aber klar ist, es wird trotzdem noch eine Weile dauern, bis dann so eine Durchimpfung stattgefunden hat. Ja? Also das dauert einfach, diese berühmte Herdenimmunität, das ist ja auch so ein komisches Wort, aber das ist eben nicht so schnell zu erreichen. Ne? Klar, ich sag mal, auch wir in Deutschland werden diesen Oxford-AstraZeneca brauchen. Ja. Weil wir kommen dann auch irgendwann in Gruppen rein, die eben, wo du eine wesentlich größere in der Fläche brauchst, wo man auch nicht sagen kann, fahr zum Impfzentrum oder du bist in einem Pflegeheim, sondern wo man dann sagt, das geht dann über die Hausärzte und so. Deswegen, der kommt ja jetzt aber auch bald, anscheinend Ende Januar, das ist ja nur noch ein paar Tage. So, und dann haben wir 3 Impfstoffe. Und das ist eigentlich schon, und 2 unterschiedliche Arten, finde ich sehr beeindruckend. Von daher geht es schon darum, wie man dann jetzt so schnell verimpft, was man hat. Und dann wird bestimmt die Phase kommen, wo es darum geht, lassen sich auch alle impfen. Ich höre ja jetzt schon manchmal, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, im Bekannten- oder Familienkreis, na, also ich will nicht diesen Impfstoff. Ich warte, bis CureVac kommt. Oder ich will auf jeden Fall nicht Moderna, ich will auf jeden Fall BioNTech. Oder sage ich immer, ey, seid froh, wenn ihr einen Impfstoff kriegt. Ja. Ja. Und nicht jetzt irgendwie hier schon so denken, so nee, also Moderna, das mache ich auf keinen Fall. Ich weiß auch gar nicht, warum nicht, aber echt jetzt, solche Diskussionen habe ich auch schon gehört. Ja. Ich glaube, am Anfang werden wir diesen Luxus der Wahl nicht haben. Vielleicht irgendwann später sogar wirklich Tickler, das ist ja dann eine Frage der Zeit, aber ich glaube, so am Anfang nicht so, sondern da müssen wir alle, glaube ich, froh sein, wenn wir einen Impfstoff bekommen und dann, das kann gut sein, dass wir in einem halben, dreiviertel Jahr so viel Impfstoff haben, wenn dann irgendwie noch CureVac dazu kommt, Sanofi, die sind ja alle Richtung Ende des Jahres so. Wir haben ja insgesamt, habe ich vorhin gesagt, 2,3 Milliarden
Impfdosen, ne? Also da können wir uns alle ein paar Mal impfen. So, das kann gut sein, dass dann Richtung Ende wir auch eine Auswahl haben. Aber das dauert, glaube ich, noch. Da darf man keine Hoffnung drauf machen. Und ich finde, dass wir jetzt auch alles dafür tun müssen, dass wir wirklich Kampagnen dazu fahren, um bestehende Ängste, Sorgen, Fragen rund um die Impfstoffe auszuräumen. Weil es wird schneller gehen, als wir denken, dass dann die Frage kommt, und wer lässt sich dann noch alles impfen? Also jetzt sind wir in der Debatte, es gibt noch nicht, oder es geht nicht gut genug, gibt nicht genug oder es kommt nicht genug in die Fläche. Und dann wird die Debatte kommen, lassen sich alle impfen. Und ich denke, dass wir da mitten vorausschauend das jetzt auch schon mit im Blick haben müssen. Und dafür ist es eben, finde ich, wiederum gut, dass wir die Verfahren sauber gehabt haben, dass wir Haftungsregeln haben, dass wir wissen, wo es produziert wurde. Ja, das sind dann vielleicht all die Schritte, die uns jetzt vielleicht ein bisschen langsamer gemacht haben, die aber am Ende vielleicht den Unterschied machen, weil wir die 60-70% dann bekommen, die wir ja brauchen, damit es einen wirklichen Unterschied macht. Also der Sigi Zweigert fragt, nach welchen Kriterien wird festgelegt, wer welchen Impfstoff erhält? Basiert das auf medizinischen oder kommerziellen Erkenntnissen? Also ich gehe jetzt davon aus, da ist jetzt die Frage gemeint, wie die Unternehmen, die hergestellt haben, verkaufen, oder? Die Impfstoffe haben ja auch eine unterschiedliche Wirksamkeit bei unterschiedlichen Altersgruppen und Vorerkrankungen, genau, etc. Deswegen wird man schon gucken, sagen, was auch zu wem am besten passt. Zum Glück passt der BioNTech ganz gut für die ältere Generation. So, aber da wird man, denke ich, schon gucken, welcher Impfstoff dann auch für welche Bevölkerungsgruppe noch passt. Und dann kommt zum Teil eben aber auch diese Logistikfrage mit rein, wo kriegst du es wie hin und kriegst du es dann in die Fläche. Das ist dann der zweite Gedanke dabei. Aber es gibt auch einen medizinischen. Das ist gut. Im Moment ist es ja so, tatsächlich, das möchte ich einfach nochmal sagen, dass wir eine gewisse Knappheit haben. Auch in Baden-Württemberg gibt es natürlich viele ältere Menschen, die sich Sorgen machen. Und ich habe auch regelmäßig ja so eine Bürgertelefonsprechstunde, und da rufen jetzt schon viele ältere Menschen eher an und fragen nach, oh, wie ist denn das, wie kriege ich denn da einen Termin und wann geht was los? Und es wird einen Brief geben vom Sozialminister, vom Sozialministerium an alle BürgerInnen, die davon jetzt betroffen sind, von dieser ersten Gruppe, die sich zur ersten Gruppe zählen können, sage ich jetzt mal, wo man nochmal eine Grundinformation erhält, wie das jetzt mit dem Impfen läuft. Es hat Verzögerungen gegeben, es hat ja auch Lieferengpässe gegeben und jetzt zuletzt ja tatsächlich auch von BioNTech, Pfizer. Das heißt, wir sind aber auch wirklich gut unterwegs in Baden-Württemberg. Das kann man gar nicht oft genug sagen, dass wir eben die Strategie fahren. 50% von dem, was wir haben, wird verimpft. Der Rest wird vorgehalten für die zweite Impfung. Und es wird alles seinen Gang kriegen, gehen. Jeder wird drankommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Man versucht es natürlich zu beschleunigen, soweit es geht. Es gibt die mobilen Impfteams. Das sind ja also 145 mobile Impfteams, die im Land, in den Landkreisen insgesamt noch so unterwegs sind. Und man wird auch auf kommunaler und Landkreisebene immer wieder versuchen müssen, Lösungen, gute Lösungen zu finden, auch für die Menschen, die nicht in einer Einrichtung leben, aber auch nicht mobil sind. Ja, also ich weiß, von einer Freundin von mir, die im Stadtrat ist, die haben auch Ideen entwickelt mit den Trägern, wie man da vielleicht auch Abhilfe schaffen kann und das ermöglichen kann, dass da alle wirklich geimpft werden, weil klar ist, jetzt diese erste Charge BioNTech-Impfstoff ist natürlich super empfindlich, den darf man nicht mal irgendwie im Gang hoch und runter tragen, so ungefähr, oder über die Straße schon gar nicht, weil diese Kette halt erhalten bleiben muss, auch diese Kühlkette, und der Impfstoff ist empfindlich und es ist nicht so einfach, ja. Aus so einer Ampulle kriegst du ja 5 bis 6 raus. Ja, ja. Du musst aber innerhalb von einer Stunde verimpft haben. Genau. Und du musst eigentlich, wenn du verimpft hast, eine halbe Stunde neben der Person sitzen, um zu gucken, ob es Reaktionen gibt. Ja. Das heißt, wenn du jetzt einfach zu jedem nach Hause gehen würdest und sagen, da ist riesige Distanzen dazwischen, dann schmeißt du die Hälfte von dem Impfstoff halt jeweils immer wieder weg. So, und dafür. Genau. Auch diese Frage, moderner wird schon ein bisschen besser,
AstraZeneca ist damit dann total easy. Also so, das sind einfach auch die Sachen, die welcher Impfstoff jetzt als erstes dran kam, zusammenliegen im Sinne von, wie ist die Verteilstruktur? Wenn Oxford AstraZeneca der erste gewesen wäre mit einer Zulassung, hättet ihr, das weiß ich, eine ganz andere Verteilstruktur aufgebaut. Aber du musst es ja für den Impfstoff, den du halt als erstes hast, jetzt erstmal so aufbauen. Und das ist, glaube ich, immer, ja, ich weiß, es ist ja, und dass die Lieferengpässe haben, das habe ich ja vorhin zigfach gesagt, ne? Es ist wie wenn du 40 Millionen Elektroautos beim Daimler bestellst, deswegen hast du sie längst nicht morgen. Das ist das Gleiche bei BioNTech, ja. Hätten sie deswegen so viel mehr Produktionskapazitäten gehabt. Zum Glück wurde ja investiert und Marburg kommt jetzt dazu. Und so gibt es jetzt die Impfallianz auch in Deutschland, dass man gesagt hat, man guckt, welche Unternehmen noch das produzieren können und umstellen können. Das hätte man auch als Bundesregierung früher angehen können. Ja, so. Das sind die Punkte, wo ich schon auch sage, klar hätte Jens Spahn sagen können, im November, ich setze mich hin und gucke, welche, so, aber man hat Marburg auf den Weg gebracht, immerhin. Hätte man vielleicht noch mehr machen können. Wahrscheinlich, so. Aber ja, also ich finde, Was wir kann man müssen. denn daraus jetzt lernen? Also wenn ich mir vorstelle, also ich glaube einfach ganz ehrlich, ne, wenn wir uns schauen, wie es aussieht in der Welt global, Biodiversität geht zurück, Menschen und wilde Tiere kommen auch immer näher zusammen. Diese Zoonose wird ja mit schon als eine Ursache genannt. Also bei den letzten größeren Pandemien ist es definitiv so. Das heißt, man muss sich schon eigentlich darauf einstellen, dass es auch immer mal wieder sowas geben kann, ja, oder dass es sowas geben könnte. Was muss man jetzt eigentlich daraus lernen? Also, ich sag mal, auch gerade jetzt für die Frage Gesundheit, Impfstoff und so weiter. Was denkst du, auf was müssen wir jetzt achten? Was muss jetzt kommen? Also ich finde, das, was immer noch, finde ich, noch nicht gut genug bei uns funktioniert in Deutschland und in der EU an sich, ist diese Frage der Pandemiewirtschaft. Also diese Frage der Produktionskapazitäten, weil wir über Jahrzehnte alles ausgelagert haben in andere Länder. Wirklich. Also es waren die Masken im Frühjahr, erinnert euch, ja, oh Gott, wo sind die Masken? Und wie man die produziert hat und angefangen hat auch herzustellen. Dann waren es die Beatmungsgeräte. Dann waren es jetzt, sagen wir mal, ist es der Impfstoff? Und bei dem Impfstoff, das kriegt man auch öffentlich nicht so mit, aber auch die Frage der Kanülen, alles, was dazugehört, ja, werden davon genügend hergestellt? Und eigentlich bräuchten wir wesentlich mehr Schnelltests, ja, auch eine Kapazitätsfrage. Und meistens ist es nicht nur eine Frage der, sagen wir mal, baulichen Kapazitäten, sondern der menschlichen Kapazitäten. Ja, also haben wir genügend Leute, die es können bei uns in Europa, in Deutschland, in Baden-Württemberg. Und wie man das koordiniert und wie man auch Umstellungen finanziert. Und natürlich gehen Unternehmen nicht von alleine um, wenn sie nicht wissen, sie kriegen auch eine Unterstützung, um wieder zurückzugehen zu ihrem ursprünglichen Produkt. Weil Umstellungen sind nicht billig. Ja, wenn du dein Band umstellst, es kostet was. Und dafür haben wir alles noch keine richtigen Prozesse. Und ich glaube, diese Fragen, ja, dass wir da nicht jedes Mal wieder reinkommen, Mist, jetzt, also wie gesagt, bei den Masken waren es auch die Produktionskapazitäten, bei BioNTech ist die Produktionskapazität, wir fallen immer wieder in die gleichen Lücken rein. Und ich glaube, das muss man einfach rechtzeitiger antizipieren. Wo sind, ja, sagt man so schön, wo ist der Bottleneck, wo ist der Flaschenhals? Und den rechtzeitiger angehen, dafür Verfahren festlegen, dass wir uns generell in Europa festlegen, diese medizinischen Stoffe müssen in Europa produziert werden, zu einem Anteil immer, damit wir da einfach Reserven immer haben. Das halte ich für eine ganz wichtige, wirklich nach vorne schauend, weil es jetzt an jeder Kurve, wo es schwierig wurde in der Krise, immer daran gemangelt hat. Und jetzt müsste man sich eigentlich schon vorausschauen überlegen, wo könnte das nächste sein und da gucken. Aber es geht generell um die Verfahren und dass man da Verträge hat, Möglichkeiten, finanzielle Unterstützungen, dass man da solche, so wie jetzt Frau Merkel sagt, sie macht jetzt so einen Impfrat mit allen Pharmaunternehmen Deutschlands. Das hätten wir wahrscheinlich auch echt früher machen können, ja. Also so, aber das war wie im Frühjahr, erinnere ich mich, als Winfried und ihr habt es ja toll gemacht gehabt, alle Unternehmer zusammengerufen, wer produziert Masken, Beatmungsgeräte. Ja, das ist ja die gleiche Logik, wie es jetzt Frau Merkel macht mit Blick auf die Impfstoffproduktion, zu sagen, alle, die irgendwie einen Beitrag dazu liefern können, jetzt an einen Tisch. So, und das muss man eigentlich früher machen. Ja, das ist ja auch das Stichwort. Also ich meine, wir haben es jetzt aufgegriffen in Baden-Württemberg. Stichwort Gesundheitswirtschaft halten wir für extrem wichtig.
Das hat natürlich eine, also sehr breit aufgestellt. Ne? Und ich sag mal, die Wirtschaftswissenschaftler sagen ja sowieso immer, wenn man breit aufgestellt ist, ist man wirklich resilient. Das ist, kann man sich ja auch gut vorstellen. Das sagt einem ja auch der gesunde Menschenverstand. Ja, wenn man nur auf eine Sache sich spezialisiert, dann, wenn es da ein Problem gibt, hat man das Nachsehen. Gesundheitswirtschaft ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft in Baden-Württemberg jetzt schon. Also das ist auch eng verbunden, weißt du ja auch, Heidelbergerin, ne? Forschung und Entwicklung und Universitätskliniker und personalisierte Medizin, KI etc. Aber eben auch genau das, was du jetzt gesagt hast, Produktionskapazitäten, wo werden welche Wirkstoffe hergestellt und. Auch das muss man da echt im Auge behalten, ja, dass das nicht einfach so, dass nicht eine totale Abhängigkeit besteht dann im Notfall. Also ich finde diese Abhängigkeiten, die hat man schon stark gespürt. Ich glaube, egal welches Land das ist, wenn du 99% deiner Sachen, auf die du in der Krise angewiesen bist, aus einem Land bekommst und dann ist es blöderweise auch noch China, dann ist es irgendwie keine gute Ausgangssituation für eine Krise. So. Und Diversifizierung, sagen wir brauchen da mehr Lieferanten, wir brauchen mehr Orte, wo das produziert wird und ein Teil muss auch immer noch zu Hause bei uns produziert werden und ja, dann kostet es wahrscheinlich etwas mehr. Das finde ich ist dann der Preis, den wir als Gesellschaft dafür dann aber zahlen, dass wir hoffentlich in den nächsten Krisen dann diese Wartemomente nicht mehr haben. Ja, aber ich denke, das ist auf jeden Fall total wichtig. Also dass man sich wirklich gut anschaut, wie hat sich das alles entwickelt, was kann man daraus lernen, welche wichtigen Strategien müssen wir für die Zukunft entwickeln, um einfach mit solchen Situationen umzugehen. Ich glaube tatsächlich, dass es immer mal wieder vielleicht zu solchen Problemen kommen wird. Ich meine, man hat ja auch in Südostasien gesehen, dass die mit Pandemien mehr Erfahrung haben. Ich möchte allerdings kein solches System, wo ich quasi getrackt werde, sobald ich aus der Tür gehe oder so. Ja, das wollen wir hier alle nicht. Ich finde, es wird immer manchmal ein bisschen unterschlagen in den Debatten, wenn man so sagt, ach, wie toll das in Korea läuft und so. Wenn man sich es en Detail anschaut oder in Israel, also so wollen wir, glaube ich, nicht leben in Europa und das ist auch gut so. Und da wird man auch eine Balance finden müssen dann aus der Digitalisierung und aus dem Bedürfnis nach Freiheit und Schutz auf der anderen Seite. Ne? Das wird nochmal eine heiße Kiste. Und unser eigenes Gesundheitssystem auch eben stärker aufbauen. Ja? Der Mangel an Pflegekräften war ja schon vor der Krise eklatant und der ist jetzt, also, und diese Berufe aufzuwerten, diese Gesundheitsberufe, also ich glaube, das ist schon... Das ist eine Aufgabe, die uns bleibt. Und wenn wir die dann wieder ad acta legen und sagen, jetzt ist ja die Krise vorbei und so, dann glaube ich mal, würden wir echt, dann kann man uns beim nächsten Mal, wenn es wieder passiert, dann richtig viel vorwerfen. Genau. Jetzt kam noch die Frage hier auf, Politikern wird ja, die werden ja oft gefragt, warum habt ihr euch eigentlich noch nicht impfen lassen? Also dazu kann man natürlich ganz leicht sagen, naja, wir sind nicht in dieser ersten Runde dabei. Fachleute haben sich ja damit beschäftigt, was ist sinnvoll, welche Menschen sollten zuerst geimpft werden, welche sollten in der zweiten Runde und welche in der dritten Runde sein. Also das liegt nicht daran, glaube ich, dass man es nicht möchte, sondern es liegt eben daran, dass wir uns da ganz normal einreihen, so wie alle anderen auch, ne? Je nach Alter und Gefährdung. Klassische Lose-Lose-Entscheidung, Thekla. Wenn wir gesagt hätten, wir gehen mit als Erste und schaffen damit Vertrauen, in Anführungsstrichen, wir machen auch mit, dann hätte man gesagt, meine Oma kriegt keinen Impfstoff und warum die Frau Brandner, die sieht noch nicht aus wie 80. Genau. Und wenn wir es nicht tun, dann heißt es, sie machen es nicht und schicken uns vor und trauen, machen es noch nicht mal an sich selber und wollen, dass es die anderen machen. Ich glaube, das ist so fast egal, wie du es machst, machst du es falsch. Ich finde aber im Zweifel, also falls wir dann sehen sollten, momentan ist ja noch die Situation, dass es mehr Leute sich impfen lassen wollen, als es geimpft wird. Und in der Situation finde ich es richtig zu sagen, wir reihen uns ein. Und wenn wir dann merken sollten, irgendwann, es gibt keine groß genug Impfbereitschaft mehr und es gibt
das kommt mehr raus im Sinne von, die Frau Brandner ist immer noch nicht geimpft, ja. Dann finde ich, sollten wir vorangehen und sagen, natürlich, wir lassen uns auch impfen und hier mein Arm und ich mache es öffentlich. Aber erst dann und ansonsten einreihen, bis wir dran sind. Sag mal, nur, wir sind zwar jetzt durch mit der Zeit, aber ganz kurz von wegen Impfen, ich bin geimpft. Wie sieht denn also diese Diskussion mit dem Heiko Maas und dass der jetzt da auf einmal sich irgendwie dafür ausspricht, dass man als Geimpfter wieder mehr können sollen dürfte, das ist doch irgendwie auch ein bisschen seltsam, oder? Ich meine, letztendlich bringt uns das ja jetzt eigentlich auch nicht weiter. Nee, es bringt uns nicht weiter, vor allen Dingen nicht, solange wir überhaupt nicht wissen, ob wenn du geimpft bist, du nicht trotzdem Überträger der Krankheit sein kannst. Also ich finde ehrlich gesagt, solange das nicht gesichert ist, ist die Debatte für mich absurd, weil es geht ja darum, dass du eine Gefahr bist für andere, natürlich auch für dich, aber trotzdem, das Risiko ist ja für die anderen dann trotzdem da. Es gibt aber es könnten europäische Länder jetzt schon sagen, also rechnest du damit, dass in Europa Länder sagen, du darfst nicht einreisen oder sowas? Griechenland hat andersrum gesagt, ihr dürft einfacher kommen, wenn ihr geimpft seid. Die haben natürlich das Tourismusinteresse. Das ganz so, die leben davon und wenn da kein Mensch kommt, dann ist es für sie echt auf Dauer. Also sagen wir mal, bei uns laufen die Autobänder weiter, aber der Tourismus ist einfach kaputt. Ja. Aber viele andere europäische Länder, Frankreich und so, haben sofort widersprochen. Ich glaube, die Lösung zu dieser Frage wird einfach viel, viel mehr Testen sein. Das ist, was wir vorhin hatten, das haben wir auch als Bundestagsfraktion, dass wir jetzt viel, viel mehr wirklich auf Schnelltests setzen und es ausbreiten. Jetzt gibt es ja auch in Apotheken und vielleicht sogar irgendwann gibt es noch schnellere Tests und noch schnellere Verfahren. Und dass wir da jetzt auch schon wieder investieren in die Kapazitäten, ja. Also da, glaube ich, könnte man schon noch mehr tun, weil diese Reisefrage ist eine sehr berechtigte. Und wir machen ja jetzt auch also wenn du nach Deutschland einreisen willst, brauchst du ja auch zwei Tests jetzt. Ja, und also diese doppelte Teststrategie. Und das machen natürlich jetzt mehr und mehr andere europäische Länder auch. Und ich glaube, das wird eher so der Weg sein, dass man da ganz, ganz viel mehr testet und dadurch auch zum gewissen Grad wieder so eine Reisemöglichkeit erlaubt Richtung Sommer. Aber dass man das nicht übers Impfen machen wird, das scheint mir, also jetzt Frankreich hat es auch sehr stark ausgeschlossen. Ich glaube, die Debatte, die interessant sein wird, ist halt die deutsche verfassungsrechtliche. Du brauchst immer gute Gründe, um Rechte einzuschränken. Und wenn der Fall kommen sollte, dass du trotzdem dann nicht mehr ansteckend sein kannst, dann glaube ich, ist eher diese verfassungsrechtliche Frage, kann man dir dann noch deine Grundrechte einschränken? Aber ich bin auf jeden Fall da auch echt dagegen. Ich glaube, es wird nicht helfen, sondern wenn, dann muss man mehr auf dieses wesentlich starke Testen setzen und das ausbauen. Ja, ich denke auch, wir brauchen eine Teststrategie, vor allen Dingen dann, wenn man sukzessive wieder anfängt, bestimmte Bereiche des Lebens zu öffnen. Also Schulen, Kitas und so weiter, da bin ich auch stark dran im Moment, das mit vorzubereiten, dass wir sowas haben und dass man das dann auch mal auswertet, welche Möglichkeiten entstehen dadurch. Weil wenn man regelmäßig testet bestimmte Gruppen, dann kann man auch schnell Leute rausfischen, ne? Und ich meine, die jungen Leute werden ja erstmal längere Zeit jetzt noch nicht geimpft sein. Und von daher denke ich, wäre das gar nicht schlecht, wenn man da auch guckt, dass man eine Teststrategie hinbekommt. Aber das wäre jetzt das nächste Thema, was wir dann, wer weiß wann, vielleicht nochmal besprechen. Gut zu wissen, dass du da dran bist, weil ich glaube wirklich mit Blick auf wann öffnen wir wieder, wie ist das die nächste Debatte? Da musst du mehr testen. Und man muss das aber jetzt vorbereiten. Ja, sehr gut, dass also, du das. Also man braucht halt begleitende Maßnahmen jetzt für die Zeit, bis man halt diese Impfung durch hat, ja. Und insbesondere für den Bereich, vorhin hatten wir es von den Familien auch, wo Kinder und Jugendliche unterwegs sind, das wird man nicht so lange zuhalten können. Es geht auch nicht, das ist ja klar, ja. Also man muss da einfach gucken, dass sie eine Perspektive bekommen. Und warum nicht mit einer Schnelltest-Strategie, das fände ich eigentlich den richtigen Weg. Man muss es auch ausprobieren, man muss gucken, wie das gehen kann. Ja, also bei mir im Wahlkreis gibt es schon zwei Schnelltestzentren, die von einem Apotheker auf die Beine gestellt worden sind, echt hochprofessionell, richtig gut. Und man kann da schon eine ganze Menge machen. Also ich glaube, dahin muss der Weg auf jeden Fall gehen. Aber ich danke dir jetzt erstmal ganz herzlich, liebe Franziska. Da sind wir uns einig, sehe ich wie du, aber das, ich schätze
Sehr, von daher, das überrascht mich auch nicht, dass du da so super Sachen machst. Na, jetzt schauen wir mal, gell, wie sich das so entwickelt. Im Moment ist ja jeden Tag immer irgendwas Neues, was man gerade anschiebt oder wo man gerade dran ist. Und das ist schon wirklich eine besondere Zeit, in der wir uns befinden, ne? Also neben den Themen, die man sowieso bearbeitet, halt nochmal ein wahnsinnig großes Thema. Man lernt irre viel dazu. Es ist schon auch für uns eine Belastung. Andererseits, ja, es ist natürlich für uns alle, ne? Wir sind ja auch einfach Menschen, die leben mit Kindern oder nicht mit Kindern, mit Großeltern und so weiter. Wir sind da alle in einem Boot letztendlich und versuchen halt irgendwie gute Wege zu finden, wie wir da rauskommen. Und freue mich, dass du da auch tatkräftig mit dabei bist, Franziska. Und fand es sehr, sehr gutes Gespräch. Es hat, glaube ich, echt ja nochmal viel, ja. Also du hast vieles nochmal deutlich gemacht, wie da die Prozesse im Hintergrund gelaufen sind auf der europäischen Ebene und warum es auch gut war, diesen Weg zu gehen und richtig ist, auch diesen Weg zu gehen. Und man könnte sogar sagen, wir sollten noch solidarischer werden. Und ich glaube, auch wenn wir insgesamt Lösungen in der Welt finden wollen, dann muss man halt multilateral vorgehen. So ist es einfach. Das bezieht ja nicht nur die Europäische Union ein, sondern einfach insgesamt. Ist die Welt viel, viel enger zusammengerückt. Und es kann, wie gesagt, nicht sein, dass zum Beispiel China die Impfstrategie für Afrika oder sowas auf die Beine stellt. Ja, das wäre nicht so toll. Aber du hast da also viel Einblick gegeben heute. Ich glaube, das war eine sehr schöne, sehr instruktive Stunde, die wir zusammen verbracht haben. Herzlichen Dank dafür. Ich hoffe echt, wir sehen uns mal wieder irgendwann. In diesem Jahr aber bestimmt, oder? Also in diesem Jahr bin ich sicher, sehen wir uns und vielleicht haben wir da auch ein paar Gründe zum Feiern, hoffentlich. Das wäre ja auch nicht schlecht und hoffentlich können wir es dann auch wieder. Also dann hab einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Ich danke euch für das Interesse heute Abend und ja, bleiben Sie, bleibt gesund und wir hören und sehen uns bald. Dankeschön. Tschüss. Ja, macht's gut und viel Erfolg im März. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.